Hallo hier und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Projekt Labmex Software Group. Wir fahren heute auf der Linie SB36 von Bottrop nach Gelsenkirchen über Gladbeck. Ja, und dabei ist der Paddy. Ja, moin Leute und herzlich willkommen. Mein Name ist Onkel Paddy. Ich heiße euch auch herzlich willkommen auf unserem Kanal O2S Gaming. Wir machen heute eine Doppelaufnahme mit dem Kevin Nitschmann, dem Bauer von Projekt Gladbeck. Metropole Ruhrgebiet 2017 ist es, glaube ich, ne? Ja. Wunderschön. Wie Kevin schon sagte, wir fahren heute Linie SB36 von Schulze-Dillestraße nach Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Ich habe ein Mercedes-Benz Citaro Facelift in Link-Variante. Und ich habe den MAN NG313 in der festliche Variante. Mehr oder weniger. Ich habe die Wessels-Variante, die schönere von uns beiden. Ja, Wessels. Ja. Junge, was machst du nur? Nein, alles gut. Ja, wir stehen hier gerade Schulze-Delitzstraße. Ich glaube, der Adi muss noch einmal um den Kreisverkehr rumfahren. Ich stehe schon direkt an der Starthaltestelle. Ja, richtig. Viel hat sich auf dieser Linie nicht geändert. Ich glaube, ja. Also mir fällt jetzt gerade nichts ein, was besonders wäre, was sich hier geändert hat auf der Linie. Aber trotzdem einer meiner Lieblingslinien, die SB36, einfach weil sie lang ist und B, weil sie sehr abwechslungsreich ist. Oder? Es hat sich nichts geändert, oder? Also nicht, dass ich jetzt wüsste aus. Nein. Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, am Gelsenkirchen Hauptbahnhof ändert sich ein bisschen was, oder? Ja. Da wird sich noch was ändern. Ja, ist nur noch nicht fertig. Ja. Aber ist noch nicht fertig, genau. Genau. Aber da kommt auf jeden Fall noch was. Also Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Die Gelsenkirchener unter euch, ne? Genau. Noch ein bisschen warten, dann kommen auch, denke ich mal, demnächst auf der Facebook-Seite ein paar schöne Bildchen vom neuen Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Wobei, die bauen ihn jetzt gerade eh um. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht, jetzt nochmal irgendwie da anzufangen, jetzt schon darum zu werken. Ne? Ich glaube, da kann man lieber direkt den neuen nehmen, ne? Ja. So, der gute Kaffee ist auch dabei, damit wir auch schön fit bleiben. Noch 0,9, ne? Denkt dran. Was hab ich? Ja, minus 0,5 zählt mein iPad dann, aber der zählt im 5er-Schritten, also passt schon. Okay, wollen wir aktuelle Wetter ist ja eh sonnig gerade, also würde ich sagen, können wir das hier auch eigentlich so lassen, wie es ist. Ja. So, ich warte noch auf mein iBox-Signal, da sagt gleich bitte abfahren. Ja, ich bin bei minus 0,5, also... Kann ich hier diese Meldung hier irgendwie quittieren hier von diesem blöden Kraftstoffvorrat? Will ich gar nicht sehen. Ja, eigentlich schon. Rechts. Ah, okay. Gefunden. Und mir zeigt dann noch an, das Heiterwunsch. Ich hab keine Ahnung, wieso. Vielleicht will schon jemand an der nächsten Haltestelle raus. Ich habe ja immer noch die Türfreigabe drin, also. So, ich hab 0. Ich fahr ab. Ich auch. Ich habe kein Abfahrtssignal. Na, lässt er mich? Ja, der lässt mich, der ist lieb. Ich glaube, hier beim MAN muss ich ja selber weiterschalten, ne? Da ist nichts mit Automatik, oder? Du kannst ja einstellen im IBIS. Ja, ich mache jetzt einfach manuell. Ja, mach das. So, wir fahren hier gerade durchs wunderschöne Bottrop-Kicheln. Durch die wunderschöne Baustelle. Ja, die bauen hier rechts, ich weiß nicht, wie weit die da mittlerweile nicht war. Ehrlich gesagt, bestimmt schon seit Monaten mehr dort. Die haben damals da ein Haus angefangen zu bauen. Da war so eine riesen Baugrube. Ich weiß gar nicht, wie weit die sind. Eigentlich mal langsam mal wieder vorbeifahren und mal schauen. So, St. Antonius Hospital. Bin ja, ich hier, auch gerade. Auf der Strecke, wo wir jetzt gerade fahren, wird demnächst dann auch der SB-Land fahren. Also im Ruhrgebiet. Der zeigt mir immer noch die Lampe an. Welche? Die Haltestelle? Die Haltestelle. Ja. Okay. Oh, hier steht immer noch C56 offen. Echt? Hab die Hilfsfalle gar nicht an. Kann ich jetzt gar nicht ich schon. Ja, ein bisschen Retro noch, Look. Ja. So, aber wir sind schon an der nächsten. Ja, ging zügig. Ja, Jugendkloster fahre ich ab. Der Kraftstoffvorrat-Symbol, das nervt dann, ne? Das ist... Ja, ne? Mir geht es aber auch in Realität ziemlich auf die Nerven, wenn ich in Reserve bin, also...
Ja, dann man will nicht drauf gucken, man guckt aber immer drauf, ne? Ja. Also am liebsten ist er mir, wenn er ganz voll ist. So. Ja. Und am besten noch umsonst, ne? Am besten noch umsonst. So schön Tankkarte oder so, ja. Ja. So, der nächste halt ist die Clemens-Hofbauer-Straße. Ja, bin ich sofort da. Ich weiß allerdings nicht, ob jemand aussteigen möchte oder nicht. Ich glaube, ich muss mal meinen Motor neu starten, aber dann wollen die alle aussteigen. Das ist auch doof. Ja, das ist blöd. Weil dann meine Matrix sich löscht. Und ich bin immer noch bei 0-0. Ja, ich bin bei plus 0,2. Nächste Haltestelle, Ja, ich fahr ab. Hoppala. Ja, Pelzstraße ist mein nächster Halt. Ja, hier wohnt ja der, irgendwo hier in dem Bereich, wo wir jetzt gerade sind, wohnt ja hier dieser Top-Partner-Bauer. Also gar nicht mal so weit entfernt. Omsi-Map Bottrop, Umsehen mehr Bottrop, genau, der wohnt irgendwo hier in der Nähe. Boah, komm, Oma, was ist denn los, Junge? Guten Tag, schön, dass Sie heute mit uns fahren. So, wir fahren, biegen jetzt rechts rein. Geradeaus würde dann die SB16 später fahren, aber das wird hier alles neu gemacht. Ich hoffe, wenn man jetzt gerade ausguckt. Wenn ich rechts abbiegen will, dann muss ich schön ausschwenken. Ja, ich auch. Nächste Wenn es Haltestelle. denn mal Bordsteinkante mit. So, jetzt fahren wir hier gleich durch die schlimmste Straße in Bottrop. Warum? Ja, wirst du jetzt gleich merken. Ach so, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Aber Gelsenkirchen hat auch schlimme Straßen. Guck dir die Ringstraße an, da fahren wir auch gleich noch lang. Oder die Horsterstraße. Ja, die ist auch sehr prägend. Moin. Guten Morgen. Hallo, ich hätte gerne einmal Preisstufe A, bitte. Einmal die Preisstufe A. Jetzt geht hier gerade mein Telefon. Finde ich total klasse in so einer Aufnahme. Ja. So, du möchtest auch noch eine Preisstufe A, die bekommst du auch. So, ich fahr ab. Ja. Der Finkenweg. Nächste Haltestelle. So, nächste Halt ist die Papenheide. Bin ich auch gleich. Mein Gott, ist halt eine Straße hier, aber die ist in der Realität auch so ätzend. Also da kannst du mit dem Auto, wenn du das auch noch tiefer gelegt hast, kannst du hier nicht schneller als 20 rüberfahren, wenn überhaupt. Also. Man ist. Anscheinend lässt man dich nicht in Ruhe. Der, wer auch immer da gerade anruft, ist sehr hartnäckig. Boah, das stört mich jetzt einfach mal so gar nicht, ne? Also, das ist nicht so. So, Papenheide. Wer auch immer anruft, der kann nachher auch nochmal anrufen. So sehe ich das immer. Genau. So, Papenheide fahre ich ab. Ich auch. So, die Oberhofstraße. Da hatte ich mal gewohnt, aber allerdings mit V geschrieben. Oberhofstraße. Overhofstraße. Achso, Oberhofstraße. Nee, du hast doch Oberweg, oder? Oberhof. Das war ja Ah, die okay. Seitenstraße. Die Oberwegstraße war. Das weißt du jetzt gar nicht, ne? War die Hauptstraße. Achso, doch, okay. Ja, das war die Hauptstraße. Ich musste mich gerade konzentrieren beim Rechtsabbiegen, ja. Ja, hier musst du aufpassen. Hier stehen die ganz, ganz gerne in der Realität. Da stehen die wirklich mega gerne hier auf dieser Straße, weil die verleitet einfach so dermaßen Gas zu geben und hier ist nur 30 erlaubt. So, da kommt der Gegenkurs bei mir. Hier auch in der Realität, Oberhofstraße, treffen die sich. Bei mir ist noch nichts zu sehen. Doch, da kommt auch was.